Jo Leute und willkommen zu Advent of Code Tag 7 und wie ihr seht, das ist heute mal eine besondere Folge, denn den ersten Teil habe ich schon gelöst und dann hatte ich heute Morgen bzw. heute auch auf der Arbeit dann keine Zeit mehr, den zweiten Teil zu lösen. Deswegen machen wir heute für Teil 1 ein Rundown und für Teil 2 dann ein Live-Coding. Steigen wir direkt mal rein, wer die Aufgabe nicht hören will, der springt einfach zum nächsten Chapter, wie immer. Day 7, Camel Cards, your all expenses paid trip turns out to be a one-way, 5-minute ride in an airship. At least it's a cool airship. It drops you off at the edge of a vast desert and descends back to island. Did you bring the parts? You turn around to see an elf completely covered in white clothing, wearing goggles and riding a large camel. Did you bring the parts? She asks again, louder this time. You aren't sure what parts she's looking for. You are here to figure out why the sand stopped. The parts for the sand, yes. Come with me, I will show you. She beckons you onto the camel. Beckons, das Wort habe ich noch nie gehört. After riding a bit across the sand of Desert Island, you can see what look like very large rocks covering half of the horizon. The elf explains that the rocks are all along the part of Desert Island that is directly above Island, making it hard to even get there. Normally, they use big machines to move the rocks and filter the sand, but the machines have broken down because Desert Island recently stopped receiving the parts they need to fix the machines. You've already assumed it'll be your job to figure out why the parts stopped when she asks if you can help. You agree automatically, natürlich. Because the journey will take a few days, she offers to teach you the game of camel cards. Camel cards is sort of similar to poker, except it's designed to be easier to play while riding a camel, natürlich. In camel cards you get a list of hands, and your goal is to order them based on the strength of each card. A hand consists of 5 cards, labeled one of AK, Q, J, T, 9, 8, 7 und so weiter. The relative strength of each card follows this order, where A is the highest and 2 is the lowest. Every hand is exactly one type, from strongest to weakest. They are 5 of a kind, 4 of a kind, full house, 3 of a kind, 2 pair, 1 pair und high card. Hands are primarily ordered based on type. For example, every full house is stronger than any 3 of a kind. If 2 hands have similar type, a second ordering rule takes effect. Start by comparing the first card in each hand. If these cards are different, the hand with the stronger first card is considered stronger. If the first card in each hand have the same label, however, then move on to considering the second card in each hand. If they differ, the hand with the higher second card wins. Otherwise, continue with the third card in each hand, then the fourth, then the fifth. To play camel cards, you are given a list of hands and their corresponding bit, your puzzle input, for example. Also das hier. The example shows 5 hands. Each hand is followed by its bit amount. Each hand wins an amount equal to its bit multiplied by its rank, where the weakest hand gets rank 1, the second weakest hand gets rank 2 und so weiter. Und das Ganze wird dann quasi mit dem Rank multipliziert und dann summiert. Das heißt, als erstes werden wir uns erstmal ein Struct bauen, das Hand heißt. Und dieses Struct beinhaltet unsere Card als einen Vektor von Charaktern, dann einen Vektor namens Pairs und das wird ein Vektor, der aus Tupeln besteht von Charaktern und useSize als Menge, wie oft dieser Charakter in unseren Cards auftaucht und dann unsere Bet auch wieder als useSize. Wofür wir das Ganze brauchen, werdet ihr dann gleich sehen. Und jetzt implementieren wir wieder für unsere Hand eine Funktion parse und die bekommt unsere Line als String übergeben, beziehungsweise als String und gibt dann eine Hand zurück. Ja, und das Parsing hier an der Stelle ist relativ einfach. Wir splitten das einfach einmal und haben dann unsere Cards und unsere Bet und Line.split once. Da die Cards und die Bet, also beziehungsweise da die Cards immer gleich lang sind, können wir hier auch einfach bei einem Leerzeichen splitten. Und jetzt werden wir gleich schon in diesem Schritt herausfinden, wie viele Karten mehrfach
vorkommen, denn anhand dessen können wir dann später das klassifizieren in diesen Typen. Und das machen wir jetzt schon hier an der Stelle, weil das ändert sich ja im Laufe des Games nicht mehr. Das heißt, wir können das auch direkt hier mit reinspeichern, macht das Ganze ein bisschen effizienter. Das heißt, wir erstellen jetzt eine Hash-Map, die nennen wir Pairs. Und das ist eine Hash-Map vom Typ Character und UseSize. Und jetzt iterieren wir einfach über alle Character in unseren Parts, beziehungsweise Cards.chars. Und was mir gerade auffällt, wir haben hier oben das Unwrap noch vergessen. Und jetzt machen wir das, was wir, glaube ich, in einem der vorherigen Tage auch schon mal benutzt haben. Und zwar nutzen wir von unserer Map die Funktion Entry für unseren Character und dann Or Default. Also holen wir uns im Prinzip jetzt die Zahl hier raus, die gespeichert ist, oder 0. Und das Ganze als Entry. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir können das Ganze dereferenzieren und dann Plus ist gleich 1 machen. Und damit gehen wir jetzt im Prinzip unsere Character durch und tragen hier in die Liste ein, wie oft die jeweiligen Character darin vorkommen. Und jetzt können wir ganz easy unser Struct constructen, indem wir hier unsere Cards reinpacken über cards.chars.collect. Für unsere Pairs nehmen wir hier unsere Pairs-Map, iterieren einfach mal darüber. Dann müssen wir das Ganze noch einmal filtern erstmal, denn wir wollen nur die Pairs haben, die auch mehrfach vorkommen. Das heißt, wir haben hier unseren Character, den brauchen wir nicht, und die Anzahl. Und wir wollen nur das haben, wo unsere Anzahl größer als 1 ist. Und das Ganze müssen wir hier an der Stelle noch dereferenzieren. Und jetzt können wir das Ganze mappen. Wir haben nämlich dann hier unseren Character und unsere Anzahl. Und zwar als Referenzen. Und wir wollen das Ganze dereferenzieren an der Stelle. Also dereferenziertes C und dereferenziertes N. Und dann können wir das Ganze collecten. Und jetzt brauchen wir noch unsere Bet. Das ist dann in dem Fall unsere Bet und die parsen wir und unwrappen wir. Das Ganze können wir hier an der Stelle auch schon mal zusammenbauen, indem wir hier unsere Hands haben. Das ist dann ein Vektor und wir nehmen unseren Input und splitten den wieder wie immer für jede Line und mappen das Ganze dann mit Hand Parse und dann collecten wir das Ganze. Und wenn wir jetzt auf unsere Hand noch ganz fix Debug deriven, dann können wir das Ganze auch mal ausgeben. Und damit haben wir jetzt hier unsere Hands mit den jeweiligen Pairs und der jeweiligen Bet. Als nächstes müssen wir jetzt rausfinden, was für ein Typ unsere Hand ist. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal ja ein Enum unserer Typen, die es gibt. Dafür machen wir das Ganze in Reverse Order. Das hat auch später noch einen Grund. Und zwar gibt es den Typ None, beziehungsweise es wäre dann einfach High Card. Wir nennen das jetzt einfach an der Stelle None. Dann One Pair, Two Pair, Three of a Kind, Full House, Four of a Kind und Five of a Kind. Ja, und jetzt implementieren wir eine Funktion für unsere Hand und die nennen wir Typ. Wir können die leider nicht Type nennen, weil das würde dann schon dem Keyword Type in Rust entsprechen. Deswegen nennen wir das einfach nur Typ und die return dann einen Type. Ja, und jetzt machen wir einfach Folgendes. Wenn Self Pairs und dann Length davon gleich 1 ist, dann haben wir da drin im Prinzip nur eine Wiederholung von Karten. Also kann das im Prinzip nur das, 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 das oder das hier sein. Das heißt, wir können an der Stelle return und dann matchen wir auf self.parts, beziehungsweise Pairs, nicht Parts, 0 und dann unseren Wert davon, das wäre dann also 1. Und wenn wir 5 haben, dann ist es quasi vom Typ 5 of a kind. Wenn wir 4 haben, ist es vom Typ 4 of a kind. 3 wäre dann 3 of a kind. 2 wäre dann 1 Pair, weil 2 Pair kann es ja nicht sein, weil sonst wäre hier die Länge nicht exakt gleich 1. Und alles andere wäre dann Type None. Und Type None returnen wir auch, falls nichts matcht hier am Ende. Und jetzt machen wir noch if self.pairs.length ist gleich 2, also genau 2. Machen wir hier auch wieder ein return match. Und jetzt packen wir das Ganze hier in ein Tupel rein. Self pairs 1 bzw. 0.1 und dann self pairs 1.1. Und jetzt müssen wir checken, wenn wir 2 Pairs und 3 Pairs haben, beziehungsweise wenn wir 3 und 2 Pairs haben,
dann haben wir hier einen Typ Full House. Und wenn wir nur 2 und 2 haben, dann haben wir einen Type 2-Pair. Und alles andere wäre dann hier wieder vom Type None. Jetzt können wir das Ganze auch mal hier ausgeben. Und da haben wir für unseren ersten Eintrag, wenn wir runter nochmal scrollen, das wäre ein 1-Pair. Das passt, weil hier ist 3-3. Dann 3 of a kind, das wäre 5-5-5. Und der Rest ist kein Pair. 2-Pair stimmt hier auch. 2-Pair stimmt hier auch. Und 3 of a kind stimmt hier an der Stelle auch. So, wir haben jetzt also unsere Hands und im Prinzip müssen wir die jetzt sortieren. Und das habe ich mir überlegt, geht ja in Rust eigentlich relativ nice. Und zwar implementieren wir erstmal hier EQ und Partial EQ. Genauso wie Ord und Partial Ord für unseren Enum-Type. Das ist nämlich richtig hübsch, wenn wir das so implementieren über den Derive. Ist das dann quasi so, dass das hier die niedrigste Wertigkeit hat, das dann ist höher, das ist höher, das ist höher und so weiter. Also im Prinzip haben wir hier direktes Ordering dafür for free, wenn wir das deriven. Für unsere Hand funktioniert das nicht ganz so gut. Wir können jetzt zwar unsere Hands einfach mal mutable machen und dann hands.sort hier aufrufen, aber dann werden wir sehen, wir können das nicht machen, weil Hand nicht stt-compare-ord implementiert. Das heißt, wir können jetzt einfach hier an der Stelle einfach mal das Interface-ord für Hand implementieren und dann füllen wir hier mal die Funktion hinein. Dann sehen wir aber hier auch schon, wir können das wiederum nicht implementieren, ohne dass Hand-partial-ord implementiert, weil ord benötigt für den Typ, der hier über bzw. implementiert wird, partial-ord. Genauso wie ihr schon seht, dass dann auch EQ benötigt wird. Aber das ist ziemlich einfach, denn wir können partial-ord genauso für Hand an der Stelle implementieren. Das ist nämlich ziemlich einfach, da das in dem Fall einfach nur sum, self, dann cmp und other ist. Jetzt sehen wir hier an der Stelle, dass wir hier auch Partial EQ bzw. EQ noch implementieren müssen. Das können wir an der Stelle auch noch machen. Das könnten wir zwar auch über den Derive-Makro hier an der Stelle machen, über EQ und Partial EQ, aber dann haben wir nämlich ein kleines Problem. Wenn wir nämlich hier Partial EQ einfach mal selber implementieren, vorhand, und das dann mal mit der Standardimplementierung hier füllen, sehen wir, dass hier alle Member einfach vergleicht werden miteinander. Und das ist nicht richtig, denn wir wollen ja nur unsere Cards miteinander vergleichen. Wenn die gleich sind, ist im Prinzip unser Deck gleich. Das heißt, wir nehmen einfach alles raus und vergleichen hier einfach nur unsere Cards. Und dann haben wir im Prinzip Sort schon mehr oder weniger implementiert. Wir müssen jetzt halt natürlich nur noch unsere Compare-Funktion implementieren. Aber da wir ja Sort im Prinzip hierfür schon implementiert haben, ist das eigentlich auch relativ simpel. Denn wir suchen uns jetzt einfach die Order raus von self.typ und dann comparen wir das Ganze mit other.typ. Was wir übrigens hier auch noch an der Stelle machen können, damit der Code ein kleines bisschen hübscher ist, wir importieren hier an der Stelle einfach mal ordering. Jetzt müssen wir einfach nur checken, if ord ist ungleich ordering Doppelpunkt equal, dann können wir direkt unser ordering auch an der Stelle schon return, denn dann ist im Prinzip hier unser Typ schon niedriger oder höher und dann brauchen wir die Karten nicht einzeln noch vergleichen. Denn das müssen wir nur machen, wenn unser Type derselbe ist. Angenommen, das wäre jetzt aber der Fall. Jetzt müssen wir unsere Karten einzeln miteinander vergleichen. Das ist aber auch gar nicht so kompliziert. Denn wir machen jetzt einfach Folgendes. Wir machen hier for s und o in. Und jetzt nehmen wir einfach self.cards. Iterieren das Ganze an der Stelle. Und zippen das wieder zusammen mit other.cards und hierfür müssen wir die Referenz nehmen. Und dieses Zip baut uns jetzt im Prinzip eine Liste von Tupeln zusammen, wo wir zuerst das erste Element und dann das erste Element von dem ersten Iterator und dann das erste Element von dem zweiten Iterator in einem Tupel haben. Das heißt, wir können jetzt die erste Karte von unserer Hand mit der ersten Karte der anderen Hand vergleichen. Nur damit wir das machen können, brauchen wir jetzt auch vergleichbare Werte für unsere Karten, denn wir haben ja hier unsere Reihenfolge. Das heißt, wir implementieren hier mal noch ganz fix eine Funktion, mit der wir
die Card Values bekommen. Und das Ganze machen wir hier an der Stelle als statische Funktion in Hand. Wieso, werdet ihr dann schon später noch sehen. Und zwar nennen wir die einfach Card Value. Und da das eine statische Funktion ist, bekommt die kein Self übergeben. Bekommt jedoch die Card übergeben als Character, beziehungsweise können wir das einfach so übergeben. Das macht keinen Sinn, das als Referenz zu übergeben. Und dann returnen wir einen UseSize, denn den können wir natürlich ganz normal vergleichen. So, und jetzt müssen wir hier unsere Order im Prinzip abbilden. Da das hier im Prinzip nicht der Reihenfolge im Alphabet folgt, müssen wir da einfach ein bisschen tricksen, indem wir hier ein Match auf Card machen und sagen, wenn wir hier ein A haben, dann returnen wir, beziehungsweise wir bauen das jetzt erstmal zusammen und wir machen jetzt das einfach so, dass das der Wert 101 ist zum Beispiel, oder wir können auch 100 an der Stelle machen, 101, 102, 103 und 104. Die genauen Werte sind im Prinzip egal. Es sollte nur höher sein als der Zahlenwert von dem Charakter 9. Denn wir machen jetzt Folgendes, wenn das keines dieser Charakter ist, dann nehmen wir einfach hier unseren Charakter und behandeln den jetzt als UseSize. Denn jeder Charakter hat ja im Prinzip ein gewisses ASCII-Value. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal 9 als UseSize abbilden, dann seht ihr, das hat den Wert 57. Und wenn wir jetzt 2 mal als UseSize abbilden, hat das den ASCII-Wert 50. Und damit ist das unter 100 und wir können theoretisch das hier sogar auf 60 machen, aber wie gesagt, die Zahlen an sich sind vollkommen egal. Es geht nur darum, dass wir das gleich miteinander vergleichen. Und zwar machen wir das jetzt hier an der Stelle auch wieder mit Ort und nehmen jetzt self Doppelpunkt Card Value von S und comparen das Ganze mit self Card Value von U. Und ich glaube, wir müssen hier von die Referenz nehmen. Und hier machen wir jetzt auch wieder dasselbe. Wenn Ort gleich equal ist, beziehungsweise ungleich equal ist, dann returnen wir hier unser Ordering. Und wenn das nicht der Fall ist, gehen wir zum nächsten, checken dasselbe. Wenn das wieder equal ist, gehen wir wieder zum nächsten. Und damit können wir im Prinzip das Durchgehen abbilden, wie das hier oben beschrieben wurde. Und wenn das nicht zutrifft, dann haben wir im Prinzip das exakt gleiche Kartenset, was laut der Aufgabe nicht passieren sollte. Deswegen machen wir hier einfach an der Stelle einen Panic, wenn wir dasselbe Kartenset haben. Das ist einfach nur für uns zur Sicherheit. Yo, das sollte nicht passieren. Und mir fällt hier gerade noch auf, wir haben hier die Referenzen. Das heißt, wir müssen hier an der Stelle das und das noch dereferenzieren. Ja, und jetzt haben wir hier das sortiert, was wir jetzt machen können. Wir können jetzt mal unsere Hands ausgeben. Und dann seht ihr, wir haben jetzt hier in Reverse Order unsere Reihenfolge. QQQJA ist dann hier unser Rank 5 und T55J5 ist unser Rank 4. Und die anderen stimmen auch. Ich erspare euch das jetzt mal, das alles miteinander zu vergleichen. Ja, und das können wir jetzt nutzen, um auf unsere Lösung zu kommen. Und zwar ist das hier wieder ein UseSize. Und wir nehmen unsere sortierten Hands, iterieren einmal darüber, enumeraten das Ganze dann. Dann haben wir nämlich hier unsere Ranks im Prinzip als Indexe. Also das wäre dann zum Beispiel Index 4, 3, 2, 1 und 0. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt auch nochmal mappen, indem wir hier unseren IDX nehmen und unsere Hand. Und dann multiplizieren wir unsere Hand-Bet mal unseren IDX plus 1 und dann können wir das Ganze summieren und damit haben wir dann unsere Part 1 Solution. Und wenn wir das jetzt hier mal ausgeben, 6440 ist genau das, was wir hier für unseren Test-Input brauchen. Und nur nochmal hier zur Demonstration für unseren Wheel-Input, stimmt das hier auch überein. So, und ab jetzt bin ich auch komplett blind, denn Part 2 habe ich mir zwar schon durchgelesen, aber bis jetzt noch nicht geschafft und deswegen lesen wir uns das Ganze nochmal durch. Part 2. To make things a little more interesting, the elf introduces one additional rule. Now J cards are jokers, wild cards that can act like whatever card would make the hand the strongest type possible. To balance this, J cards are now the weakest individual cards, weaker even than two. The other cards stay in the same order und so weiter. Yo. J-Cards can pretend to be whatever what card is best for the purpose of determining hand type. For example, QJJQQ is now considered four of a kind.
However, for the purpose of breaking ties between two hands of the same type, J is always treated as J, not the card it's pretending to be. Also dass dann halt, wenn man das miteinander vergleicht, das niedriger ist als das. Ja, das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich eine ganze Menge umbauen. Und ich habe mir schon so ein paar Gedanken gemacht, wie man das Ganze machen könnte, ohne dass wir jetzt alles neu implementieren müssen. Ich will das ja alles immer in einer Datei haben. Hier wäre es natürlich besser, wenn man das in zwei Dateien splittet, weil dann kann man hier direkt die Implementation und die Implementation hier umschreiben. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich müsste man auch gucken, ob man das umschreibt. Aber ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, für Part 2 implementieren wir einfach mal noch einen neuen Type. Den nennen wir Hand with Joker. Und das ist ein Struct. Ich bin hier gerade schon wieder ein bisschen in Go reingerutscht. Und ja, hier packen wir dann unsere Hand einfach rein. Und jetzt implementieren wir hier unsere Hand with Joker wieder und beziehungsweise wir nehmen hier mal das, den Device hier mit dazu. Wast hat ja kein richtiges Vererbungsmodell, deswegen muss man da ja ein bisschen rumtricksen. Hier haben wir jetzt auch wieder unsere Funktion Parse, die eine Line entgegennimmt als String und Self zurückgibt. Und das ist dann einfach in dem Fall Hand with beziehungsweise Self und dann Hand, Doppelpunkt, Parse, Line. Ja, Partial EQ können wir im Prinzip eigentlich deriven, weil das wäre dann, ja, das wäre dann im Prinzip dasselbe wie bei unserer originalen Hand. Genauso wie wir Partial Ort auch übernehmen können. Das Einzige, was wir wahrscheinlich neu einbauen müssen, sind die beiden Funktionen. Und das heißt, die packen wir hier an der Stelle mal rein. Unser Card Value können wir jetzt relativ einfach ändern, indem wir sagen, dass J einfach 0 ist. Dann wäre das nämlich der niedrigste Value. Und hier wäre das dann self.0.pairs beziehungsweise self.0.pairs, self.0.pairs und self.0.pairs, self.0.pairs. Obwohl ich mir noch gar nicht so hundertprozentig sicher bin, ob das hier so viel Sinn macht. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht mal so sicher, ob das Parsen genauso Sinn macht. Im Prinzip können wir hier schon bei unserer Pairs Calculation ein bisschen versuchen abzuweichen und das irgendwie da schon herauszufinden. Im Prinzip können wir jetzt einfach mal schauen, wie viele Joker haben wir denn eigentlich in unserer Hand. Das Ganze machen wir, indem wir hier unsere Pairs nehmen und das Ganze einmal hier iteraten und dann finden wir, es wäre sogar vielleicht besser gewesen, hätten wir hier direkt unsere Map, aber ich glaube, dann wäre der Rest nicht so easy gewesen. Das heißt, wir machen das jetzt einfach über find, wo in dem Fall unser Character, und das wäre egal, unser Character muss J sein. Und dann counten wir das Ganze einfach mal. Beziehungsweise haben wir ja dann hier, ne, wir haben ja das. Das heißt, wir können das dann mappen, indem wir hier unseren Count nehmen. Oder unwrap or default, was in dem Fall ja dann 0 wäre. Genau, und eigentlich brauchen wir auch nur, wenn Joker größer als 0 ist, hier an der Stelle weitermachen. Beziehungsweise wir machen hier einfach einen Early Return. Ich finde das immer, ich bin irgendwie ein großer Fan von Early Returns. Das kommt vielleicht daher, dass ich gern mit Go arbeite. Beziehungsweise müssen wir dann auch hier Joker ist gleich 0 checken. Und beziehungsweise fällt mir gerade auch auf, wenn wir 5 Joker haben, dann können wir auch einfach return, weil wenn wir 5 Joker haben, haben wir ja eh schon 5 of a kind und das ändert ja nichts dann an unserer Kalkulation. Das heißt, wir müssen eigentlich nur checken für 2 bis 4 Joker. Und jetzt bin ich gerade, ich muss gerade mal ein bisschen basteln. Wenn wir jetzt, wir matchen einfach mal auf Joker. Wenn wir 4 Joker haben, dann können wir ja im Prinzip den Rest einfach auffüllen. Das heißt, unsere Hand Pairs wären dann einfach nur noch ein Pair mit dem Charakter, ja, den wir da als erstes drinstehen haben und dann 5. Beziehungsweise wäre das eigentlich doch egal, was für ein Charakter da drin ist. Es zählt ja nur der Type. Das heißt, eigentlich könnten wir hier auch einfach J machen, weil das wird ja dann nur für die Type Consideration benutzt. Das heißt, unsere Type Consideration können wir auch hier erstmal wieder ankommenten. Wenn wir jetzt 3 Joker haben,
Dann hängt es ein bisschen davon ab, was wir als Rest haben. Also angenommen, wir haben 3 Joker. Wenn Hand Pairs Punkt Length gleich 2 ist, dann haben wir ja im Prinzip 3 Joker und 2 Karten, die genau gleich sind. Dann können wir auch das hier an der Stelle return, beziehungsweise können wir das hier an der Stelle setzen. Und ansonsten haben wir dann Hand Pairs 4, weil dann hätten wir ja 4 Joker und 2 Karten, die irgendwas anderes sind. Das heißt, wir können das auf 4 for kind hochbauen. Und wenn wir 2 Joker haben, ich muss jetzt erstmal Excalibur wieder rausholen. Wenn wir jetzt 2 Joker haben, dann haben wir ja jetzt folgende Möglichkeiten. Dann kann der Rest im Prinzip ja gleich sein. Dann haben wir quasi ein Pair aus 3. Wir könnten aber auch 2 Pairs haben. Dann haben wir ein Pair aus 2. Oder wir haben alles unterschiedlich. Dann hätten wir gar kein Pair. Beziehungsweise hätten wir insgesamt nur noch ein Pair. Also das wäre dann insgesamt ein Pair, das wäre dann insgesamt 2 Pair und das wäre dann auch insgesamt 2 Pair. Das heißt, eigentlich müssen wir nur darauf checken und darauf checken. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ist ein Full House? Nee, 4 of a Kind ist immer noch. Ah nee, dann können wir ja sogar 5 of a Kind draus machen. Hier können wir 5 of a Kind draus machen, weil das wäre ja dann einfach 3, also 5 mal A. Hier könnten wir. Oh jo, ich mache hier mal dahinter. 5 of a kind, das wäre dann 4 of a kind. 5 of a kind, 4 of a kind ist auch immer noch als Full House. Das heißt, hier würde es sich auch gar nicht lohnen, ein Full House draus zu machen. Wir können ja auch sagen, dass das ein A ist und das ein B. Aber das bringt trotzdem nichts, weil ein Full House kriegen wir damit nicht zusammen. Maximal ein 3 of a kind. Das heißt, hier wären wir dann auch wieder nur bei der Combo. Okay, dann ist das ja eigentlich relativ straightforward. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist. Aber es ist für mich gerade zumindest die pragmatischste Lösung, das so zu machen. Also checken wir erstmal hier die Länge unserer Pairs. Also Hand Pairs, wenn das gleich 1 ist, dann haben wir hier unten den Fall. Und dann können wir hier einfach 3 of a kind setzen. Ansonsten gibt es ja nur noch den Fall, dass es 2 sind. Und da checken wir jetzt einfach mal, ob die Längen der beiden, beziehungsweise die Is der, die Numbers der beiden Pairs, also Hand Pair 0.1 ist gleich Hand Pair 1.1. Wenn das nämlich gleich ist, also hier 2 und hier 2, dann setzen wir hier 4 of a kind. Und wenn das auch nicht der Fall ist, muss das unser letzter Fall sein. Und im Prinzip können wir die Logik von hier oben einfach übernehmen, indem wir da einfach bei dem Rest nichts machen. Das heißt, wir brauchen ja den Early Return gar nicht und können das dann, ja, im Prinzip so hier machen. Jetzt müssen wir nur noch hier unser Ordering implementieren, was aber auch nicht so schwer sein sollte. Ich überlege gerade, kann man jetzt hier einfach Ort auch deriven und dann nutzt er die Funktion hier, also die und die? Ich glaube nämlich nicht. Bin mir nicht so 100% sicher. Lass das einfach mal ausprobieren. Wir passen jetzt hier unsere Hands, aber indem wir diesmal Hands with Joker nutzen. Und dann machen wir im Prinzip einfach hier genau dasselbe wieder. Denn das wäre ja dann im Prinzip, ja, wäre ja dann im Prinzip genau dasselbe. Wir nutzen ja dann nur H0-Bet und machen hier Part 2. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich bin mir da relativ sicher, dass das nicht klappen wird. Okay, es ist tatsächlich nicht richtig. Schade. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich Ort doch nochmal hier an der Stelle implementieren. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm, weil eigentlich ist das nur Copy-Paste, wenn ich das so richtig sehe. Indem wir hier self Ort für Hand with Joker implementieren und hier anstatt self.cards.iter 0.cards und hier auch 0. Oh, und dann können wir auch nicht das deriven. Okay, gut, dann müssen wir Partial Ord wohl auch hier für nochmal implementieren.
Und da wir dann ja hier Self-Card-Value nutzen, sollte das jetzt eigentlich auch zu dem Test-Input kommen. 5905, das passt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt einen anderen, aber ich glaube, wir haben immer noch einen falschen Value. Oh, was ich nicht bedacht habe, wenn wir einen Joker drin haben, dann können wir ja ein Two-Pair machen. Das habe ich gerade gar nicht bedacht. Das heißt, wir müssen doch nochmal hier für 1 auch nochmal eine extra Regelung reinmachen, denn dann können wir hier ein Two-Pair reinmachen. Und jetzt bin ich mir auch gar nicht mal so hundertprozentig sicher. Ah, verdammt. Nee, ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon korrekt sein wird. Okay, das ist auch noch nicht korrekt. Konnte ich mir nämlich schon denken, weil wenn wir nur einen Joker drin haben, dann kann es ja trotzdem noch sein, dass wir zum Beispiel 4 für Kind haben. Und dann wäre das ja 5. Da hätten wir dann ja all diese Fälle. Hier können wir einen 5 for Kind machen. Hier 4, hier 3. Beziehungsweise ein Full House, weil ich glaube, ein Full House ist immer noch mehr als 3 of a Kind. Genau. Dann hier können wir ein, ja, 3 of a Kind machen. Und hier können wir ein 2 of a Kind machen. Okay, das, der Fall macht alles nochmal ein ganzes Stück komplizierter. Das ist ein bisschen doof. Mir fällt auch übrigens gerade auf, dass hier die Art und Weise, wie wir die Joker rausbekommen, auch total doof ist. Das müssen wir anders machen. Und zwar, indem wir drüber iterieren. Jetzt filtern wir das Ganze einmal. Und zwar immer, wo unser Character gleich J ist. Und das Ganze counten wir dann. Aber jetzt haben wir ja auf jeden Fall unsere Länge von unseren Jokern. Unsere echte Anzahl von unseren Jokern. Und jetzt können wir prüfen auf die Länge der Pairs. Ah, oh mein Gott, das ist echt ein bisschen eklig alles. Haben wir auch wieder 5905 raus. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Bitte lass es richtig sein. Es ist immer noch falsch. Ach, verdammt, Mann. Irgendwas habe ich hier bestimmt immer noch falsch. Bin jetzt auch einfach 5 Minuten gewaitlimited. Ja, moin. Wenn wir 3 Joker haben, dann kann es ja nur entweder das sein oder das sein. So, und in dem Fall wäre es ja 4 of a kind und in dem Fall 5 of a kind, weil ein Full House macht keinen Sinn. 4 of a kind und 5 of a kind bringt beides mehr Punkte. Warum sollte man dann das nutzen? Ich habe mir gerade auch den Fall nochmal angeguckt. Ich meine, in dem Fall, wo wir nur 2 Joker haben, das haben wir ja schon behandelt, da gibt es ja nur den Fall, dass man 3 of a kind macht, weil in dem Fall, ich weiß gar nicht, ein Joker hierhin, nee, 3 of a kind ist immer noch mehr als 2 Pair. Und hier kann man noch, hier kann man kein Full House bauen. Hier macht Full House auch keinen Sinn. Okay, ich habe das jetzt nochmal alles in so Match Arms umgebaut. Und da kommt auf jeden Fall was anderes raus. Jetzt bin ich mal, es ist immer noch falsch. Okay, ich glaube, ich habe gerade rausgefunden, warum meine Lösung so falsch war. Zum einen hatte ich hier was falsch. Ich hatte nämlich hier 3 stehen anstatt 5, wie das hätte eigentlich sein sollen. Und dann ist mir noch aufgefallen, ich habe hier einfach das eine vergessen und deswegen hier anstatt 3, also anstatt 4, 3 aufgeschrieben, weil das hier wäre an der Stelle eigentlich auch eine 4 und damit muss man das hier auseinandernehmen. Und jetzt ergibt das nämlich auch hier alles ein bisschen mehr Sinn mit dem Beispielset. Lustigerweise kommt auch, wenn man es falsch hat, trotzdem dieselbe Zahl raus. So, ich habe jetzt nochmal alles getrippelt und double-checked in der Hoffnung, dass es diesmal richtig ist. Wenn jetzt das nicht stimmt, dann bin ich echt sauer. Oh mein Gott. Okay, also die Challenge war wirklich, I don't know, Mann, Alter. Das hat mich jetzt echt zum Ende gebracht. Ich habe es aber auch wirklich, ich glaube, das ist offiziell die schlechteste Art, das zu lösen, die es gibt. Ich muss das eigentlich im Subreddit posten, weil ich glaube, es gibt legit keine hässliche Art und Weise, wie man das hätte lösen können. Ich werde mir jetzt gleich mal noch ein paar Videos dazu angucken. Ich hoffe, ich bekomme das jetzt noch geschnitten, denn es ist schon ein bisschen später. Auf jeden Fall würde ich sagen, falls es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Es würde mich echt freuen und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Hoffentlich ist die Aufgabe morgen nicht so wie heute. Ansonsten drehe ich durch. Ansonsten würde ich sagen, bis dann, liebe Leute. Auf Wiedersehen.